So, meine lieben Freunde, hier sind wir wieder bei einem neuen Video zu das große Turnier. Und ja, ich bin ja fleißig hier weiterspielen. Und wie gesagt, wir können jetzt schon mal unseren Bonus für heute abholen, und zwar 150 Crystals. Das andere mache ich dann morgen früh. Warum ich die jetzt noch mal abholen? Dann können wir noch mal das fröhliche Fest und habe noch mal den auf Glück eins von diesen Charakteren hier zu ziehen oder natürlich auch die SS. Fragmente, die wir natürlich auch gerne annehmen würden. Es gab also, ich bin in einer Facebook-Gruppe drin und da waren viele schon, die gesagt haben, die haben aus 6000 Christ, also aus drei Ziehungen, haben die zwei Charaktere gezogen aus SSS. Ich denke mir so, ja, okay, ich nicht. Ich leider nicht. Aber gut, wir versuchen es nochmal, gucken, was wir jetzt ziehen. Und ja, ist wieder stehen geblieben, ne? Das ist. Wieder seltener so einen Charakter zu ziehen. Wie gesagt, Black hätte ich gerne gehabt, aber gut. Okay. So. Da steht da. Was? Hier hören wir ein Level? Zu Make-up mit dem Herz mein Kopf. Naja. Auf jeden Fall, was wir heute machen. Ich auf jeden Fall. Genau, wir könnten uns hier noch Whis holen oder Black oder diesen Super Saiyan Goku oder aber auch. Achso, wir könnten hier diesen Goku eintauschen gegen Goku Black, aber nee, machen wir jetzt nicht. Genau. Wir sammeln heute wieder. Denn darauf habe ich mal Lust. Wie gesagt, ich werde auch demnächst mal, wenn ich ein bisschen Geld über habe, werde ich mir dort die Monatskarte kaufen, die Permanentkarte. Das heißt, ich kriege jeden Tag 200 Kristalle extra pro Tag. Ich kriege diesen Vegeta hier, den ich ja wahrscheinlich sowieso nicht brauche. Und ich kriege auf jeden Fall alle 80 Beschwörungen einen garantierten SS-Helden. Das heißt also, hier habe ich jetzt zum Beispiel 3790. Das heißt, ich würde auf jeden Fall schon mal drei, nee, sogar vier, genau, vier würde ich schon garantiert bekommen. SS-Helden. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, noch vier Extraziehungen mache, dann würde ich sogar schon fünf bekommen. Wie gesagt, da werde ich mir auch noch überlegen, ob ich das mache. Denn wie gesagt, wir können hier einen SS-Helden bekommen, ob es Vegeta ist, ob es Magetta ist, ob es Winnie der Pooh-Bär ist oder was weiß ich wer. Und das lohnt sich schon. Wie gesagt, Babidi könnte ich ganz gut gebrauchen. Egal, ich würde sagen, wir ziehen jetzt hier unsere einzelnen. Müll, Müll und Müll. Okay, danke dafür. So, hier haben wir 15 Ziehungen. Und ich würde sagen, wir schnacken auch gar nicht lange. Wir fangen sofort an und gucken, ob wir ein paar Fragmente bekommen oder sonstiges. Denn wie gesagt, wir brauchen SS-Fragmente oder was weiß ich. Die sind am wichtigsten. Aber bis jetzt sieht es nicht so gut aus. Ja, wie gesagt, wieder alles voll. Ja. Wie gesagt, wir kriegen immer Punkte, wenn wir hier Charaktere wegschicken, verkaufen. Und die kann man dann einlösen gegen Gegenstände. Und das ist ganz gut gemacht eigentlich. Also ich finde auch, dieses Game hier ist nicht unbedingt Pay to Win. Ich meine, gut, in den einen Sinne schon. Wenn du wirklich schnell voran möchtest, dann ja. Ich bin bis jetzt ja Full Free-to-Play-Spieler. Bis auf, ich habe, das gebe ich aber auch zu, ich habe 1 Euro hier mal reingepayt am Anfang, weil mein Kumpel sagte, der Super Saiyan Goku wäre ja so OP und allen Scheiß. Ja, aber es ist ja leider nicht. Und ja, aber sonst habe ich hier bis jetzt noch keinen Cent rein investiert. Und ja, als Free-to-Play-Spieler, sage ich jetzt mal, dauert es, bis du vorankommst. Aber das machen wir ja gemeinsam, unseren Weg. Freezer, nice. Das machen wir gemeinsam, unseren Weg und ja. Das ist ja kein Problem. Ja, wir müssen ja immer Charaktere wegschicken. Das ist halt immer blöd. So, vier Ziehungen haben wir noch. Ich würde noch mal ganz gerne den richtigen Freezer ziehen. Den habe ich noch nicht. Nicht den Mecha-Freezer, sondern den richtigen Freezer. Den habe ich wirklich noch nicht, leider. Aber, wie gesagt, naja. So.
Müsste auch gleich vorbei sein mit diesen. Genau, dann haben wir noch die einzelnen. Ja, das war schon mal Banane. Oh, immer so viel zerlegen, ne, meine Herren. Ich habe hier so viele Helden und dies und das und jenes. Ach, die kann man alle. So, dann mache ich das nochmal. Ich weiß ja jetzt nicht, ob ich die unbedingt brauche. Ja. Und wie gesagt, bei diesen Punkten seht ihr ja, könnte ich mir jetzt zum Beispiel, wenn ich es jetzt dringend bräuchte, hier irgendwie was kaufen, Fragmente. Oder aber auch hier, wie zum Beispiel die Vegeta. Den könnte ich mir jetzt kaufen. Noch einmal für 2500. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Jetzt habe ich ein zweites Mal diesen Vegeta. Das heißt, ich könnte den anderen Vegeta eine Stufe erhöhen. Und ja, das ist auf jeden Fall schon mal ganz in Ordnung. So wie zum Beispiel, zack, da haben wir ihn. Wir zerlegen den einen Vegeta natürlich. Wir haben 50 Fragmente sogar bekommen. Hier haben wir dann zwei SS-Helden, die wir da jetzt verballern können. Und wir awaken ihn. Das heißt, so, wir können jetzt ein maximales Level steigern bis auf 120. Ja. So, da wir zu wenig Dingens da haben. Nur bis 118. Aber egal. Den muss ich auch noch leveln. Wie gesagt, wie geht das? Mega gut. Der kommt auf jeden Fall auf mein Team. Und dann kann ich bald ihn auf jeden Fall auch hochleveln. Darauf freue ich mich schon richtig hart. Naja. Gut, weiter geschnackt. Und es wird sagen, lass uns hier weitermachen. Stimmt, wir waren ja bei den Freunden des Tickets. Hier haben wir nochmal sechs Ziehungen. Ich finde, hier droppt immer viel besser als bei bei diesen Kugeln. Hier kriegt man meiner Meinung nach immer viel mehr Fragmente. Ihr seht es ja. Aber diese Kugeln, also diese Freundschaftspunkte hier, dauern auch immer echt ewig, bis man da ein paar hat. SS Dabra haben wir zum Beispiel bekommen. Fünf Fragmente. Wir brauchen insgesamt 50, um einen zu awaken, einen zu holen. Und ja, wie gesagt, also das Spiel macht mir wirklich mega Spaß. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, wo ich sagen muss, das ist. Ach so, nee, nee, nee. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie was. Naja. Ja, wir haben sowieso nur noch eine Ziehung und dann machen wir noch ein paar Zähne. Zwei Fragmente schon bekommen. Das ist. Bei den Freundestickets kriegt man echt immer viel, viel, viel mehr. Außer jetzt bei den einzelnen. Ja, doch, ein SS-Vegeta nochmal bekommen. Nice. Wir gucken nochmal bei den Fragmenten rein, was wir jetzt gerade alles bekommen haben. Wie weit wir jetzt auf jeden Fall sind. Bei Bidi haben wir zum Beispiel auf 15. Den alten Kaio hatten wir voll. Navikibito, Freezer, Bulma, Piccolo. Den Kaio, Goten, Cell ebenso. Bei den S-Helden haben wir die beiden da voll. Bei den SS-Helden hätten wir Bu auf jeden Fall voll. Aber das war's. Schade. Aber wir könnten uns hier noch einen S-Helden holen. Ah, den alten Kaio. Na gut. Nehmen wir natürlich auch an. Ja. Warte, was könnten wir jetzt noch machen? Genau. Wir haben ja gerade gesehen, jetzt habe ich den Faden verloren. Doch, der ist neu, den hatte ich noch gar nicht. Okay, cool. Was wollte ich denn jetzt machen, hä? Genau, ihn kann ich leider nicht hoch. Nee, noch lange nicht. Naja, genau, den Bu könnte ich erhöhen. Den davon habe ich ja 50. 5 S-Helden. Piccolo zum Beispiel. Ah ne, den alten Kaio hatte ich schon mal gehabt. Mecha Freezer nochmal. Dann einmal Kibito, den Cyborg. Achso. Und wir könnten natürlich den Bu dann einen höher machen. Das machen wir natürlich auch. Das heißt, wir haben jetzt auf 3 Sterne. Hä? Aber wieso kann ich denn jetzt gerade den Vegeta nicht weiter? Ah, ich habe keine.
Ah, okay. Nice. Und damit müsste mein Team jetzt ein bisschen stärker sein. Wie gesagt, ich habe das noch nicht. Ja, wir sind jetzt bei 3 Millionen Kampfkraft. Es geht langsam voran. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, den Goku hier rausnehmen würde, zack, und den Vegeta rein, wären wir bei 2,8. Warum? Weil der Vegeta noch keine Ausrüstung hat und dies und das und jenes. Wie gesagt, bald kommt der Goku hier auch, dass ich den auf jeden Fall also weiter level. Zack, dann würden wir ihn reinmachen. Zack, und ja, die haben sowieso keine 30 Fragmente, aber ja. Aber wir können jetzt aber auf jeden Fall weiter leveln. Wie gesagt, das machen wir bald auch noch. Wenn wir den nämlich hoch haben, dann ja, zeige ich euch den auf jeden Fall. So, ich hoffe natürlich, es hat euch wieder gefallen mit das große Turnier. Wie gesagt, wir leveln oder wir müssen uns weiter am Voranschreiten. Und ja, bald haben wir auf jeden Fall auch ein besseres Team. Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.